ersten bayerischen Ausbildertag der IHK für Oberfranken in Bayreuth. So, das war jetzt der wichtigste Satz. Schön, dass ihr da seid. Studium vorstellen und das tragen wir mit Ihnen zusammen direkt ins Klassenzimmer. Und heute beim Ausbildertag hier in der IHK Bayreuth hatten wir die Möglichkeit, das vielen Personalerinnen und Personaler zur Verfügung zu stellen. Wir hatten 6 Brillen dabei, konnten unsere Idee zeigen und somit vielleicht Inspiration mitbringen, damit Unternehmen das für Messen zum Beispiel nutzen können und für das Recruiting, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie ich die Generation Z die jungen Schüler heute adressieren kann und wie diese sich unterscheidet zu den Generationen im Vorfeld. Und ich habe dann den Teil mal aufgezeigt, für welche Wege man heutzutage modern in den Schulen sich als Arbeitgeber darstellen kann. Es ging darum zu zeigen, wie wichtig ein Onboarding ist. Und zwar ein Onboarding, das außerhalb des Ausbildungsbetriebs stattfindet, das dazu führt, dass die Azubis sich kennenlernen, und zwar intensiv kennenlernen und vor allen Dingen am Ende ein Team sind. Ein Team, das sich auch weit in die Ausbildungszeit hineinträgt. Also in meinem Seminar ging es in erster Linie darum, mal zu reflektieren und zu überlegen, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß das Thema Social Media, Recruiting, Ausbildungsmarketing eine Rolle spielt.